Hallo Freunde! Jetzt kommt die Super Mario Brothers Super Show! Au! Wir sind die Mario Brothers! Ah, es klappt mir bekannt! Ah, nicht wie die anderen berühmten Land! Ist ich spiele mal in einem Altersjobbe wie sonst keiner! Immer schneller, niemals müde! Fahrt ab auf die Brüder! Fahrt ab auf die Brüder! Gimme, 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 gimme! Wow, jetzt geht's ab! So halt dich fest am Sitz! Immer Abenteuer! Ein Vampir, wenn's fertig ist. Wann kommt endlich dieser Kammerjäger und fängt diese Fledermaus ein? Reg dich bitte nicht auf, Luigi. Er hat gesagt, dass er nach Anbruch der Dunkelheit da ist. Es ist nur eine Frage von Geduld, Disziplin und Benehmen. Das geht entschieden zu weit. Ich werde jetzt diese Fledermaus erledigen und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Stillhalten, Luigi. Wir haben sie. Ja. Könntest du sie bitte mit etwas Weicherem erschlagen? Oh, ja. Die Fledermaus ist schon wieder weg. Sie ist verschwunden. Schwachsinn, das Tier ruht sich auf meinem Kopf aus. Ich blöffe, damit sie sich in Sicherheit wiegt. Na gut, dann blöffen wir. Ich hab sie, Oh, Fledermaus, gefangen. Gefangen? Na endlich, der Kammerjäger. Sie haben gerufen, weil Sie von Fledermäusen belästigt werden? Ja. Sagen Sie, sind Sie eigentlich so blass oder tun Sie nur so? Ja, Sie kommen schon etwas zu spät. Wir haben das Tier nämlich gefangen. Und hier sehen Sie das Tier. Wo ist sie? Aber ich bin sicher, dass wir das bald herausfinden werden. Hier sind die Mario Brothers beim Klempnerspiel. Zu der geheimen Zone durch den Abflussfield. Rettet die Prinzessin im Pilz im Wunderland. Voller Pulle mit den beiden. Fahrt ab auf die Brüder! Yeah, die Koopas und die Koopas denken nur an böses Zeug. Verschleppt mit die Prinzessin Pilze, Wunderland auf euch. Amusiert doch verwirrt und jede Wetten weg. Ja, da kann auch jeder wetten. Ihr fahrt ab auf die Brüder. Uh. 20.000 Koopas unter dem Meeresspiegel. Klempner Arbeitsbericht Nummer 232. Wir waren in Ozeanien unterwegs, um dort nach einem wirksamen Mittel gegen diesen ekelhaften Koopa zu suchen. Leider hatten wir Pech. Ozeanien war nicht mehr das, was es einmal war. Galoppierende Macaroni, lauft um euer Leben! Ein Seeungeheuer! Das gibt's doch nicht! Dieses Ungeheuer hat einen größeren Appetit als unser Freund Mario! Sieht nicht so aus, als ob es schon satt wäre! Schneller, schneller! Ich kann nicht schneller, das ist bei mir schon der fünfte Gang. Heilige Macaroni! Ja. Wo ist das Seeungeheuer hin? Keine Ahnung, Luigi. Aber ich bin froh, dass es weg ist. Uns hat es zumindest nicht verspeist. Hey, seht mal! Hier wimmelt es von seltsamen Gestalten. König Koopa! Jetzt wisst ihr also, worum es geht. Entweder ihr macht mich zu eurem König oder Happy Harbor gibt's nicht mehr lange. Küsst eurem König Koopa die Füße, dann hält ihr euch das Seeungeheuer vom Leib. Halt! Einen Moment! Wartet! Er ist das Monster, vor dem ihr euch in Acht nehmen müsst. Monster Koopa! Ja. Ja, so ist es. So, meinst du Giftpilz? Dann könnt ihr Schlaumeier mir bestimmt sagen, was man gegen das Seeungeheuer machen kann. Also, naja, ich meine, wir könnten doch,
Kein Problem, Prinzessin. Wir werden ganz einfach, wir werden... Beim fliegenden Feuerfisch. Ich schwöre, dass keiner von euch mehr Grips unterm Hut hat wie ein Tintenfisch. Wer hat denn die alte Qualle aufs Tablett geholt? Du kannst Kapitän zu mir sagen, Schildkröte. Kapitän, aber da, ich harpuniere alles, was mir unter die Harpune kommt, kapiert? Jetzt passt mal auf, Freunde. Je früher wir die Segel setzen und in See stechen, desto früher haben wir diese lächerliche Sprotte am Haken. Ich kann nur sagen, viel Spaß. Aber gebt mir nicht die Schuld, wenn das schreckliche Monster zurückkommt und eure Häuser auffrisst. Der nette Kuba hat euch eine Chance gegeben. Bewegt euch, ihr Weichteile. Ich habe alles gesagt. So, jetzt, wo wir dieses unförmige Etwas von einer Schildkröte los sind, wer von euch Landratten meldet sich freiwillig zur größten aller Seeungeheuerjagden, die Ozeanien je erlebt hat, ha? Oh, oh, dann sind wir wohl die einzigen Freiwilligen. Da ist mein geliebtes Schiff, ihr Landratten, genannt der mächtige Pisspot. Ich hab Spülen repariert, die waren viel größer als das Boot. Ihr werdet Augen machen, wie seetüchtig mein Sturm- und Wellenerprobter schwimmender Liebling ist. Lichten wir den Anker und setzen wir die Segel, Freunde. Ich frag mich immer wieder, warum so ein Anker so verdammt schwer sein muss. Ja, Hilfe! Und, ey! Das soll mich doch der Klabautermann Kiel holen lassen, Prinzessin. Du bist wirklich mit einer merkwürdigen Mannschaft unterwegs. Keine Sorge, Kapitän. Die sind besser, als sie scheinen. Hoffe ich. Weit und breit keine Superseeschlange in Sicht. Dann können wir ja wieder umkehren. Nein! Das heißt nur, dass wir in tiefere Gewässer vordringen müssen, du Memme! Tiefere Gewässer? Mir nach, Matrosen! Worauf warten wir noch? Wenn wir dieses Monster nicht unschädlich machen, vernichtet Cooper damit Happy Harbor. Ich hoffe nur, dass wir das Seeungeheuer sehen, bevor es uns... Hey, was soll das? Hilfe! Ich hab es! Ich hab's! Oh! Denkst du, Mario, es hat uns? Das Ungeheuer ist entkommen. Wo denkst du, Luigi? Bart des Seeteufels! Seeungeheuer wird sie doch nicht auffressen! Lass dir bitte was einfallen, Mario! Oh nein, wie kann ich hingehen? Mach die Augen auf und lauf! Ah! Komm zurück, du schleimiges Fischstäbchen, und kämpfe wie ein Fisch! Mario, armer Luigi, arme Prinzessin. Ein Schnapper und weg waren sie. Jetzt weiß ich, wie sich eine Pizza fühlt, nachdem sie gegessen wurde. Geschieht ihr recht, Spaghetti-Klöppler. Das ist doch Cooper. Das Ungeheuer hat ihn auch verschluckt. Irrtum, das ist kein Ungeheuer. Die Kupalis, um genau zu sein. Unter dem Kommando von U-Boot-Kapitän Cooper. Du steckst also hinter den Überfällen auf Happy Harbor.
Du hast sie hereingelegt, damit sie dich zu ihrem König machen. Ja, und es hätte funktioniert, wenn ihr euch nicht reingemischt hättet. Jetzt werden die mich nie zu ihrem König machen. Gut. Also werde ich jetzt mit der Kupalis zurück nach Happy Harbor fahren und die Stadt vernichten. Oh, oh, nicht so gut. Und in der Zwischenzeit mache ich euch zu meinen Galeerensklaven. Das ist entsetzlich. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Zwiebeln schälen oder zusehen müssen, wie Happy Harbor zerstört wird. Wir müssen Toad warnen und Kapitän Abadab. Aber wie? Wir schicken ihnen eine Nachricht. Viele Nachrichten. Schöpf weiter, Toad. Wenn wir das Schiff nicht über Wasser halten, dann finden wir deine Freunde nie. Hey, Kapitän Abadab, sieh mal! Das ist offensichtlich eine Nachricht. Eine Nachricht von Mario. Sie sind noch am Leben. Aber bei der fliegenden Flunder, Cooper fährt mit seinem U-Boot nach Happy Harbor, um die Stadt dem Erdboden gleich zu machen. Wow! Ich schlag vor, wir nehmen eine Abkürzung, Matrose. Wir müssen vor Cooper und seinem U-Boot in Happy Harbor sein. Happy Harbor wird es bald nur noch auf der Landkarte geben. Ich werde jetzt mein schreckliches Versprechen einlösen. Er taucht sie auf. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das werden wir bald sehen. Gute Reise. Au! Ich hoffe nur, dass ich da lande, wo ich landen soll. Freut ihr euch nicht, mich zu sehen? Toad! Schön, dass du da bist. Mein lieber Toad. Hört mit der rührseligen Show auf. Wir müssen ein U-Boot entern, oder etwa nicht? Toad hat recht. Happy Harbor hat ein Riesenproblem und wir sind die Klempner, die ihnen da raushelfen. Das ist einer der Momente, in denen ich stolz darauf bin, so gemein zu sein. Wenn sich die Mario Brothers nicht bald etwas überlegen, ist Happy Harbor platter als die platteste Flunder. Wie sieht dein Plan aus? Plan? Ich dachte, du hast einen Plan. Diese Knoblauchklempner sind entkommen! Packt sie! Vergiss das mit dem Plan. Laufen wir lieber! Wir sitzen in der Falle. Seht mal, Sternenmänner. Sternenmänner, Sternheld, gebt uns Pasta Power, gebt uns Pasta Kraft. Super Mario! Splish, splash, I was taking a bath. All about a Saturday night. A rub dub, just relaxing in the tub, thinking everything was all right. Well, I stepped out of the tub and put my feet on the floor. I wrapped the towel around me and I opened the door. And then I splish splash, I jumped back in the bed. Und jetzt nehmen wir uns Cooper vor. Ich freue mich schon so auf Happy Harbor. Bei der zwölfarmigen Krake, Freunde. Dieser Cooper ist tatsächlich schlimmer, als ich dachte. Keine Sorge, Kapitän. Die Marios werden ihm schon den Wind aus den Segeln nehmen. Was? Super Mario! Hurra, reife Leistung! Hurra!
diese verdammten Spaghetti-Klempner. Ich will wissen, wer die erfunden hat. Ich fürchte, Sie haben ein ernstzunehmendes Problem. So ein Problem darf man keinesfalls unterschätzen. Ich werde dort beginnen. Hey, kommen Sie her! Hier. Das ist die Fledermaus! Hier. Hey, Herr Kammerjäger, die Maus ist hier! Fledermaus! Yes. Da ist sie! Wo? Wo ist sie? Sie war da! Moment mal, Moment mal. Sehen Sie mich nicht so an, als ob ich verrückt wäre. Sie war da und er hat sie auch gesehen. Wir wissen, wie eine Fledermaus aussieht. Ich glaube Ihnen gerne. Sie haben einen sehr attraktiven Hals. Verzeihung, können Sie mir sagen, wo man hier für kleine Fleder, Mädchen kann? Oh ja, geradeaus durch die Tür da und dann die erste Türe links. Da ist sie, Kammerjäger! Verschwinde! Verschwinde! Oh, da geh, ist sie Kammerjäger! Kammerjäger! Sie ist hier! Los, kommen Sie! Beeilen Sie sich! Sie war da, also noch vor einer Sekunde war sie hier! Sie nehmen mich doch hoch! Da. Also hören Sie, keine Fledermaus, die etwas auf sich hält, würde sich in einem Saustall wie diesem aufhalten. Ich kann nicht eine Fledermaus jagen, die es nicht gibt. Wenn Sie mich bitte entschuldigen wollen, ich muss jetzt gehen. Das ist ein Kammerjäger. Weißt du, Mario, irgendwas stimmt nicht. Ist es nicht seltsam, dass immer, wenn er im Zimmer ist, die Fledermaus nicht im Zimmer ist? Kaum kommt er herein, ist die Fledermaus weg. Im Zimmer Fleder weg, aus dem Zimmer Maus da. Oder umgekehrt, wenn er reinkommt, Fleder da, wenn er weggeht, Maus weg. Oh. Siehst du sie? Ich sehe sie nicht. Nur Pieps. Da ist sie. Da ist sie. Komm, aber leise. Vorsichtig. Pass auf! Pass auf! Pass auf! Jetzt pass auf! Pass auf! Pass auf! Komm, ich fliege hier gleich rein. Pass auf! Du! Ja! Und du! Ja! Ich hab sie! 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 Ich wusste, dass er dahinter steckt. Okay, okay. Ich hab verloren. Ihr habt mich überführt. Hab ich Kopfweh. Hey, auf Wiedersehen. Hey, was soll das alles? Was das soll? Ich war einsam. Ein Mann mit meinem Naturell ist immer einsam. Sehen Sie, ich bin eben ein Nachtmensch. Und immer dann, wenn ich aufstehe, gehen die anderen ins Bett. Das ist die Überhärte. Wissen Sie, wie langweilig so eine Nacht ist? Sie können keinem normalen Hobby nachgehen, wie zum Beispiel Angeln oder Vögelchen beobachten. Sie können maximal Fliegen fangen gehen. Aber wie oft schlägt man sich dabei irgendwo den Kopf an? Hey, wieso suchen Sie sich nicht ein paar nette Freunde, solche wie uns zum Beispiel? Ich meine, Sie haben doch Freunde. Klar, wenn Sie Freunde wie uns hätten, dann wäre Ihnen nicht mehr langweilig. Sie könnten zum Beispiel mit uns Bowling spielen gehen. Bowling? Oh, Bowling möchte ich schon seit Jahrhunderten spielen. Ab und zu spielen wir gegen eine Mannschaft von der Blutbank. Da spielen Schwestern mit, da ist doch für Sie eine dabei. Ja? Kommen Sie mit, wir helfen Ihnen durch die Nacht. Wirklich? Das ist aber nett. Ist doch selbstverständlich. Mach den Mario schwingen! Auf und ab, setzt euch jetzt in Trab. Super Mario, ein Schritt vor. Und noch einmal, hey, tanzt den Mario. Meine Freunde, ja. So geht's. Das ist der Mario. Macht den Mario Swing. Die Arme auf und ab, setzt euch jetzt in Trab. Super Mario, ein Schritt vor.